Hallo Leute, hier ist wieder Dan28 mit Dänemann. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich werde mal wieder meine Telonyms beantworten. Dieses Mal aber nicht als Livestream, sondern als Video. Der Grund dafür ist, ich habe da ein bisschen Probleme, weil ich jetzt wieder ein Aufnahmeprogramm benutze. Habe ich halt eben ein Problem mit den Kameraeinstellungen. Wenn ich auf YouTube gehe und dort live mache, erscheint nur ein Bild von OBS. Das war ja übrigens auch damals dann der Grund, warum ich OBS gelöscht habe. Weil ich dann so die ganze Zeit hinten hin und her hatte mit der Kamera. Ja, weil es eigentlich so ist, OBS hat eigentlich eine virtuelle Kamera. Ich verstehe tatsächlich genau, was damit gemeint ist, ob das irgendwie wirklich eine extra Kamera ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls funktioniert es deshalb nicht. Jetzt muss ich alles wieder über OBS machen halt. Alles. Also auch so ein einfaches, kleines Video muss ich halt so machen. Okay. Ich betrachte das mal nicht als einen Rückschritt, sondern als einen Fortschritt. Weil ich eben dadurch aufnehme. Und ich meine, das macht es eigentlich attraktiver, wenn eben so ein Video kommt und nicht dann in solche Livestreams, klar. Ich habe es halt aber halt gemacht mit den Livestreams, weil es halt einfach ist. Es braucht nicht Stunden zum Hochladen. Wenn ich gutes Internet habe, geht es schnell mit dem Hochladen. Wenn ich schlechtes Internet habe, kann es langsam, kann es Stunden dauern. Vielleicht sogar einen ganzen Tag. Deshalb fange ich mal lieber an, denn ich habe zahlreiche Tells. Leider habe ich noch nicht das nötige Technikwissen, um die Tells einzublenden. Habe ich nicht. Ich werde aber irgendwann das auch versuchen. Ja. Muss erst mal gucken, wo ist es denn? Ja, wie schon gesagt, damit ich nicht irgendwas sage, habe ich eine Grenze reingemacht, die ich mir dann immer selber schicke. Okay, ich glaube, ich habe sie gefunden vor 12 Tagen. Ihr seht halt leider nur mich, wie immer halt, der irgendwas sagen tut. Aber ich lese mir hier die Telonyms vor. Ich habe hier Telonym offen. Ich habe nur noch 10% Akku. Egal, ziehen wir es durch, ziehen wir es durch. In Zukunft muss ich übrigens die Tales kürzer machen. Also ich meine die Videos. In einem kürzeren Zeitraum und nicht irgendwie mal eine ganze Woche nichts. Nee, wahrscheinlich muss ich sogar jetzt ungefähr wahrscheinlich zweimal in der Woche. Es ist krass, ich bin nicht berühmt oder so. Aber ich bekomme ständig Tales. Fangen wir mal an. Übernachtest du gerne bei deinen Freunden oder generell woanders? Das weiß ich nicht, weil ich noch nie bei jemand anderes übernachtet habe. Wenn ich aber so genau darüber nachdenken tue, denke ich, ich mag es am liebsten immer im eigenen Bett zu pennen, weil es so gemacht wurde, dass es passt. Zudeckenmäßig und so. Zum Beispiel so, ich nehme nicht alles zum Zudecken. Nicht alles. Am liebsten, aber leider gibt es das nicht mehr, was ich schade finde. Am liebsten mag ich Federdecken und auch Federkissen. Ich benutze tatsächlich ein Federkissen. Die heutigen Kissen sind eher aus Stoff. Oder so irgendwie nicht der Inhalt, sondern eher das. Nee, das Äußere ist das Wichtige, nicht der Inhalt, das Innere. Das Äußere. Genau, weil die meisten Kissen sind aus Stoff. Das, was ich habe, ich weiß nicht auch, was genau das ist, aber das macht so schön kühl. Dann ist es immer schon schön kühl. Und das mag ich. Federdecken habe ich leider keine mehr. Nee. Aber okay, das ist ja nicht schlimm. Okay. Aber ich kann auch woanders übernachten.
Ich mach's halt nur nicht, weil, naja, aber bei wem soll ich denn bitte schon übernachten? Nee, geht ja gar nicht. Also alle, die ich kenne, haben keinen Platz. Okay. Was machst du so, um dir die Zeit zu vertreiben? Zocken. Ja, einfach zocken, weil ich finde einfach, das ist der beste Zeitvertreib. Was soll man denn auch sonst machen? Und jetzt kommt mir nicht irgendwie rausgehen. Natürlich kann man rausgehen, aber da muss man bedenken. Corona-Maßnahmen. Da hat man keinen Bock rauszugehen. Bin ich ganz offen, da geht man lieber zocken. Und es ist besser. Das ist besser. Sage ich ganz offen. Okay. Und noch halt generell, weil guck mal, natürlich kann man auch andere Sachen machen. Sagen zum Beispiel, das höre ich oft. Man ist dir langweilig, dann räumt dein Räumzimmer auf oder so. Das Problem ist dann, dann bin ich gestresst. Danach bin ich gestresst und stehe immer kurz am Ausrasten. So, da kann man sagen, okay, dann guck Fernsehen. Wenn du nicht zocken willst, dann guck Fernsehen. Dann guck ich vielleicht ganz kurz Fernsehen. Dann gehe ich hier zocken. Also eigentlich habe ich fast immer Bock auf Zocken. Außer natürlich, es kommt immer drauf an, was eben beim Zocken. Ich bin immer noch bei der Zockenfrage. Eben was, also was ich am meisten mache, um die Zeit beim Zocken. Kommt dann immer auch drauf an, welches Spiel. Zum Beispiel PS4. Nee, PS4. Okay, da haben wir solche GTA 5. Das kann ich einen Tag zocken. Einen Tag. Ab dem zweiten wird es mir langweilig. Dann weiß ich immer nicht, was ich da machen soll und so, ne? So. Und der Rest wird mir nach ein paar Stunden langweilig. Okay, also zock ich Roblox. Das kann ich Tage und Nächte durchzocken. Dann gibt's aber das Problem dort. Dann möchte ich bauen. Geh ins Studio. Dann ist da irgendein Update, wie ich im letzten Video gesagt habe. Und dann rege ich mich auch nur wieder auf. Okay, nächste Frage. Wenn du auf der Straße angesprochen wirst, was sagen die dann meistens? Nichts. Weil ich nicht auf der Straße angesprochen werde. Aber es ist andersrum. Ich spreche Leute auf der Straße an, aber nicht jeden. Also nicht wie so ein komplett Verrückter, der jeden sagt, hey, nee, nur. Das kann ich nicht genau erklären. Aber das Ding ist, ich selber bin der Meinung, ich finde es schade, dass man die Leute nicht mehr so anspricht. Angeblich hat man das ja, war das früher Standard, dass man den Leuten auch begrüßt und so. Okay. Das nächste check ich überhaupt nicht. Frauen, die große Autos fahren. Meinung. Große Autos fahren. Was für große Autos? Monster Trucks oder was? Ja, ist doch egal. Ist doch egal, was man fährt, Alter. Und vor allem ist auch egal, wer was fährt. Ja, guck mal, okay, der fährt halt eine Frau in Monster Truck. Wow, ist das was Schlimmes? Nee, ist es nicht. Alter. Mal, stellen wir mal eine Gegenfrage. Männer, die kleine Autos fahren. Meinung. Sag mal deine Meinung dazu. Zu Männern, die kleine Autos fahren, okay? Ja, ich weiß, das ist, weil es mal das Gegenteil ist. Normalerweise sagt man ja, Männer fahren große Autos eben. Also so SUVs, LKWs und so. Aber warum soll das eine Frau nicht machen? Das. Junge. So, das sind ja so Fragen, wo ich mir irgendwie einfach an die. Einfach einen Facepalm geben kann, weil. Junge, das ist doch nicht schlimm, wenn eine Frau ein großes Auto fährt. Okay. Das nächste habe ich. Die nächste Frage auf Telonym beantworte ich nicht. Ich habe den Verfasser blockiert. Grund dafür ist. Es war eine Beziehungsfrage. Wie schon gesagt, die alte Diskussion, ich beantworte keine Beziehungsfragen mehr. Ich habe angefangen, diese Leute zu blockieren. Und jedes Mal, wenn mir dann eben einer eine Beziehungsfrage stellt, schreibe ich ihn, beantworte ich nur blockiert. Und habe ihn dann eben dann blockiert. Damit so auch wirklich jeder sieht, wie diese Situation ist. Weil ich immer gesagt habe, ich möchte das nicht und trotzdem macht man weiter. So richtig so provokant. Und ich bin jetzt ganz offen. Die wollen mich provozieren. Indem die mir die ganze Zeit Beziehungsfragen senden.
Nee, richtig, die wollen mich halt damit provozieren. Okay, also provoziere ich sie, indem ich sie anprangere mit blockiert. Und damit auch jeder andere sieht, wie schlimm diese Lage ist. So. Okay, machen wir weiter. Poste ein Screenshot von deinem Hintergrundbild. Das Lustige ist, mein Hintergrundbild. Das kann ich euch sogar einfach so zeigen. Und zwar mein Hintergrundbild ist das da. Kein Witz, es ist einfach ein schwarzer Bildschirm. Einfach ein schwarzes Bild. Und als. Na, ich kann mein Handy nicht zeigen, es ist ja zu hell. Oder sieht man es? Ah, doch, man sieht es. Einfach ein schwarzes Bild. Ja, einfach ein schwarzes Bild. Grund dafür ist, warum es ein schwarzes Bild ist. Ich habe keinen Bock auf dieses ständige Hin und Her. Ich habe keinen Bock auf das ständige Hin und Her. Wenn mir mein Bild nicht mehr gefällt, dann ist ständig zu ändern oder so. Oder zum Beispiel, was ich sagen muss. Zum Beispiel. Nee, egal. Auf jeden Fall habe ich halt eben ein schwarzes Bild. Ich möchte es vielleicht eines Tages ändern, aber ich weiß nicht. Weil ich bin auch ganz offen. Das hat eine gute Belichtung. Es ist dann nicht so, dass ich dann eben dann zum Beispiel nachts das anmache und es mir dann die Augen ausblendet. Nö. Ich bin übrigens auch nochmal offen. Auf meinem Laptop. Das ist ein Laptop. Auf meinem Laptop habe ich ebenfalls ein schwarzes Hintergrundbild. Nicht, weil ich irgendwie unkreativ bin oder so, sondern damit ich alles besser sehen kann. Damit ich alle Programme und so besser sehen kann und ich irgendwie eins nicht mehr finde. Dadurch, dass es halt eben schwarz ist, sehe ich alles perfekt. Ich kann dann eben die ganzen Programme und auch Bilder und sonst alles auch Ordner und so sehen und noch die Schrift unten drunter. Wenn es aber komplett bunt wäre, dann könnte ich die Schrift unten drunter wahrscheinlich gar nicht mehr sehen. Okay. Die nächste Frage habe ich wieder blockiert. Es war eine Beziehungsfrage. Habe ich ja gesagt. Beziehungsfragen blockiere ich und schreibe ich auf, dass ich es blockiert habe. Damit eben jeder sehen kann. Weil das, wie schon gesagt, ich finde das einfach mittlerweile nur noch provokant. Obwohl ich eben gesagt habe, ich möchte sowas nicht, macht man einfach weiter. Okay. Nächste Frage. Was fällt dir im Umgang mit Menschen besonders schwer? So, ich denke nichts. Nö. Kommt immer drauf an, wo. Also in real life habe ich es wirklich deutlich einfacher mit Menschen zu kommunizieren als im Internet. Weil im Internet ist es irgendwie seltsam. Früher habe ich immer gesagt, ja, im Internet ist es ja besser, Leute anzusprechen, Leute kennenzulernen und so. Aber nach dem, was ich so im Sommer erlebt habe, für positive Dinge, da habe ich meine Meinung komplett geändert. Jetzt bin ich nämlich der Meinung, im Internet ist es schwieriger. Ja, Grund dafür ist halt im Internet halt, die Leute, das ist so schwer. Früher habe ich immer gedacht, im Internet ist es einfacher, weil du dort den Leuten eher mit deinem Charakter überzeugen kannst. Während du im Real Life ja zu einer Person erstmal hingehen musst, um sie anzusprechen. Dann ist mir aber was anderes eigentlich aufgefallen, dass es eigentlich exakt andersrum ist. Wenn du in Real Life zu einer Person hingehst, dann redest du mit der Person und so. Dann merkt die deinen Charakter. Im Internet sieht die aber zuerst dein Aussehen und kann die so meiden. Weil es dann eben aufs Aussehen geht. Und das habe ich erkannt. Okay. Nächstes. Welche Gewohnheiten nerven dich an anderen Personen? Gibt viel, was ich aber immer noch nicht spontan sagen kann. Auch damals wie heute nicht. Da müsste ich tatsächlich ein paar Stunden lang überlegen. Die nächste Frage habe ich wieder blockiert, war eine Beziehungsfrage. Die ich auch nicht beantworte. Nö. Die nächste Frage habe ich wieder blockiert. Aber
diese Sache mit einer Antwort. Und zwar, ich sag's jetzt. Ich sag's jetzt. Ich habe die Frage jetzt blockiert, aber ich beantworte es trotzdem mal. Wie sah bisher dein schönstes Date aus? Und genau deshalb habe ich die Person blockiert. Weißt, man kann doch lesen. Man kann runterscrollen, wo ich immer sage, ich hatte noch nie ein Date. Ich hatte mit sowas noch nie. Und deshalb habe ich den jetzt mal blockiert. Und ich blockiere jeden, der irgendwelche Fragen stellt. Das muss auch mal aufhören. Das muss auch mal aufhören, ganz im Ernst. Okay. Nächste Frage. Bunte Haare, ja oder nein? Also ich lasse meine Haarfarbe so, wie sie ist. Weil das ist, ich finde es besser, wenn Leute ihre Haarfarbe lassen. Also die Haarfarbe, die sie haben. Die Haarfarbe, die sie haben, einfach lassen. Und warum? Ich finde es halt besser, wenn man sich die natürliche Haarfarbe lässt. Ich meine, klar, wenn man jetzt plötzlich graue Haare hat und so, natürlich, dann darf man es nachfärben, okay. Dann ist es kein Problem, aber ansonsten ist es. Ich sag niemandem, was er machen soll. Jeder hat sein Recht auf seinen eigenen Körper und da sage ich halt nichts dazu. Nein. Aber ich selbst lasse halt meine Haarfarbe, weil ich der Meinung bin, andere Haarfarben würden mir nicht stehen. Ich meine, stellt euch mich mal vor mit grünen Haaren oder blauen Haaren oder rote Haare, blonde Haare oder komplett bunt oder so. Nee, danke. So. Nächste Frage. Würdest du dir deinen Bart färben? Nein, ich würde meinen Bart nicht färben. Nein, ich würde ihn mir am liebsten operativ entfernen lassen. Grund dafür ist, ich möchte ehrlich gesagt keinen Bart. Klar, es hat vielleicht Vorteile, einen Bart zu haben. Ein paar Vorteile. Vor allem halt hier, ja, kann es nicht erklären. Klar, erstens, ich kann mit. Wenn ich einen Bart trage, mehr Alkohol beim Supermarkt kaufen, was ja eigentlich normal sein müsste für einen 21-Jährigen. Ja, aber wenn ich kein Bart trage, fragen sie mich tatsächlich nach meinem Personalausweis und ich habe keinen Personalausweis. Ich habe einen Reisepass, aber den führe ich nicht die ganze Zeit mit mir rum. Und den Personalausweis habe ich nie gemacht. Ja. Okay. Aber jedenfalls, ich würde meinen Bart mir gerne operativ entfernen lassen, weil auch solche jeden, den ich frage, zwei Bilder sende, eins mit Bart und ohne Bart, und dann frage, was sieht besser aus, sagt mir jeder ohne Bart. Und selbst nervt mich auch dieser Bart. Er kratzt. Ja, er kratzt einfach und. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann rasier ihn doch ab. Sorry, aber ich hab einfach keinen Bock darauf, mir den ständig zu entfernen. Nach ein paar Tagen ist er schon wieder da und es geht mir auf Nerven. Deshalb am liebsten würde ich es mir operativ entfernen. Ja. Zumindest teilweise. Nicht komplett. Also nicht komplett. Muss ich auf jeden Fall sagen. Aber halt auf jeden Fall das meiste hier. Das würde ich mir entfernen lassen. Hier gerne hier die Koteletten und so, das würde ich mir alles hier entfernen lassen. Weil, bisschen Bart trage ich ja schon gerne. Und zwar aber eher hier in dem Bereich. Um den Mund und um Nas. Manchmal rasiere ich mir zwar alles ab und habe dann hier so einen Pornobalken. Aber okay, nächste Frage. Und die nächste Frage macht überhaupt keinen Sinn. Weshalb ich einfach. Leute.
Leute, ich verstehe es nicht. Mich hat dann einfach so gefragt, Mixer oder Mikrowelle? Hab ich zurückgefragt, Badewanne oder Fernseher? Das ist genau so ein blöder Vergleich. Junge, was soll das? Mixer oder Mikrowelle? Das macht überhaupt keinen. Es macht keinen Sinn. Guck mal, im Mixer machst du das, machst du ja, da pürierst du ja die Dinge, dass es eine Flüssigkeit ist. Und in der Mikrowelle machst du die Sachen warm. Das macht überhaupt keinen Sinn. Guck mal, du kannst Sachen in die Mikrowelle stellen, warm machen, dann in den Mixer stellen, dann hast du warme Flüssigkeit. Du kannst aber auch das andersrum machen. Was in den Mixer machen und es dann in die Mikrowelle stellen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Sinn machen würde es eher, wenn du solches fragen würdest, Mikrowelle oder Backofen. Das würde Sinn machen, aber nicht Mixer oder Mikrowelle. Eben, das ist genauso ein Vergleich wie Badewanne oder Fernseher. Hä? Mann. Coolste, das du je gesehen hast. Keine Ahnung. Okay, nächste Frage. Manchmal vergesse ich zu sagen, nächste Frage. Nein, also manchmal vergesse ich das zu sagen, dass jetzt die nächste Frage kommt. Und deshalb eben kommt jetzt die nächste Frage. Wann war das letzte Mal, als du nichts dagegen gesagt hast, obwohl du es hättest tun sollen? Ich gehe jetzt erstmal über meine Existenz nachdenken. Auf Wiedersehen. So bin wir da. Junge, ich habe die Frage so gar nicht verstanden. Okay, nächste Frage. Hast du mal was direkt bereut, als du es ausgesprochen hast? Was hast du gesagt? Nein. Also, wenn ich etwas sage, ich denke erstmal darüber ziemlich gut nach. Und ich meine wirklich gut. Es ist alles auch so, ich erstelle danach Szenarien, was alles passieren könnte, wenn ich etwas sage. Und zwar, ich habe dann ein Worst-Case-Szenario und ein Best-Case-Szenario, wenn ich etwas sage. Ja. Machen wir mal ein Beispiel. Jetzt, Achtung, es kommt wieder dieses Paradox, okay? Und zwar. So, zum Beispiel eben, ich stehe auf ein Mädchen. Nee, tue ich übrigens nicht. Also, ich meine es gerade so im. Nee, also ich habe gerade keine besondere Person, aber ich meine dieses Beispiel. Ich weiß, ich reg mich ja die ganze Zeit auf wegen Beziehungsfragen, aber das ist was anderes. Das ist ja keine Frage, sondern das ist eine Erklärung, wie ich es meine mit Szenarien. Eben zum Beispiel, ich stehe jetzt auf irgend so ein Mädchen, okay? Dann denke ich mir so nach. Soll ich ihr es sagen oder nicht? Was könnte passieren? Dann nehme ich eben das Best-Case-Szenario zuerst. Zuerst das Best-Case-Szenario. Nee, zuerst nehme ich das Worst-Case-Szenario, genau, weil es eigentlich immer am wahrscheinlichsten ist. Das ist leider so, okay. Das Worst-Case-Szenario ist eben im Internet, dass sie mich blockiert. In Real Life, dass sie mir einen Tritt in die Eier gibt. So, das ist das Worst-Case-Szenario. Eventuell auch, dass er vielleicht einen Freund hat und der mich dann zusammenschlägt. Das ist Worst-Case-Szenario. Best-Case-Szenario ist dann, ja, sie sagt mir, dass er auch auf mich steht und Beziehung. Das ist dann das Best-Case-Szenario. Einfach dieses, das ist nur eine einzige Sache dann. Weil es ein Best-Case-Szenario ist. Das Best-Case-Szenario ist eben, dass er dann eben das erwidert und dann eben Beziehung und so. Aber meistens ist es das Worst-Case-Szenario. Okay. Das ist nur ein Beispiel. Eben, dass ich nie was direkt bereut habe, wenn ich es ausgesprochen habe, weil ich zuerst darüber nachdenke. So, nächste Frage. Bist du eine selbstständige Person? Leider nein, ich verdiene mit YouTube kein Geld. Grund dafür ist, mein YouTube-Kanal hat keine 1000 Abonnenten und noch keine 4000 Stunden öffentliche Wiedergabezeit. Aber ihr könnt mir helfen, indem ihr mich unterstützen tut und meinen Kanal abonniert, die Glocke aktiviert,
aktiv auf meinen Videos seid, auch mal ein Like dazu gibt. Dislikes gehen ja leider nicht mehr, die wurden ja abgeschaltet, was ich scheiße finde, weil ich gerne beides hätte. Likes und Dislikes natürlich unmanipuliert. Okay, und natürlich lasst auch einen Kommentar da. Auf diese Weise helft ihr mir, dass ich dann eben irgendwann auch mal eine selbstständige Person bin. Selbstständig bedeutet eben, dass du selber, dass du dein eigener Arbeitgeber bist, ohne irgendwie einen Chef. Und das mag ich eh am liebsten, weil ich bin nicht so gern einer, der sich rumkommandieren lässt. Okay. Nächste Frage. Wie findest du Assi TV? Also einfach RTL. Dumm. Das macht dumm. Nächste Frage. Was? Ah, nee, okay, die nächste Frage, den habe ich blockiert. Den habe ich blockiert. Deshalb werde ich nicht drauf antworten. Auf YouTube. Die nächste Frage habe ich auch nicht so beantwortet. Ich habe eine Gegenfrage gestellt bei der nächsten Frage. Und zwar, ist es deiner Meinung nach besser, auf das Herz oder den Kopf zu hören und wieso? Habe ich gefragt, ist das eine Beziehungsfrage? Ich habe übrigens darauf keine Antwort bekommen. Denn hätte er ja gesagt, hätte ich ihn blockiert. Die nächste Frage auf der Liste. Blockiert. Ja. Nächste Frage. Was ist dein Lieblingskleidungsstück? Kappe. Ich bin auch der Meinung, das ist mein Markenzeichen. Kappe. Ich trage immer eine Kappe. Okay. Wo kannst du selbst sein? Nirgendwo. Wasser besonders schön bei deinem. So, ist die nächste Frage. Nächste Frage immer vergessen. Nächste Frage. Wasser besonders schön bei deinem letzten Urlaub? Keine Ahnung. Nächste Frage. Wer sind die wichtigsten Menschen in deinem Leben? Sagen musst du eigentlich mal so. Eigentlich. Im derzeitigen Stand eher niemand. Und das ist nicht böse gemeint oder so, aber das Ding ist, am Ende verliere ich diese Leute wieder. Wenn mir irgendjemand wichtig ist, dann verliere ich diese Person am Ende. Natürlich auch alles via Internet. Alles immer Internet. Klar, okay, im Internet ist es halt so, da baust du aus irgendeinem Grund mit den Leuten, baust du schnell eine Verbindung auf. Ich weiß nicht wieso, aber bei mir ist es zumindest so. Ich baue mit den Leuten so schnell eine Verbindung auf, nur um am Ende zu verletzt werden. Verstehe ich übrigens nicht. Nicht das mit dem Verletzen. Das ist irgendwie normal. Im Internet ist man eh nicht ernst. Nächste Frage. Was machst du morgens als allererstes? Schlafen. Und nach dem Schlafen aufstehen. Nächste Frage. Wie kommst du am besten runter und entspannst? Eigentlich gar nicht. Eigentlich wirklich nicht. Nee, also ja, bin eigentlich dauerhaft durch irgendwelche Sachen so schnell gestresst, getriggert oder sonst irgendwas. Okay, nächste Frage. Kannst du dir vorstellen, dein Hobby mit deinem Beruf zusammenzubringen? Ja, ich möchte dieses YouTuber-Ding zum Beruf machen. Aber es klappt halt nicht. Und das habe ich schon vorhin gesagt. Damit es schon eher klappt, lasst ein Abo da. Eines müsst ihr natürlich wissen. Wenn ich irgendwann YouTuber bin, monetarisiert habe alles, Kanal monetarisiert und auch Geld verdiene, dann kann ich mir bessere Ausrüstung leisten. Auf diese Weise würde dann auch meine Qualität sich verbessern. Ja.
Da könnte ich auch irgendwann richtig flüssige Videos machen und so alles drum und dran. Könnte ich richtig geile Videos machen. Von der Art zumindest, von der Ausrüstung und so. Und vor allem auch mehr, weil ich mir auch mehr Ausrüstung leisten kann. Da könnte ich mir auch bessere Kameras für draußen leisten und auch mehr draußen Videos machen und so. Leider muss ich sagen, mit dem Schneiden würde sich wahrscheinlich nichts ändern, weil das ist ja Technik unabhängig, das Schneiden. Ich bin halt kein Cutter. Wenn ich aber irgendwann YouTuber bin, könnte ich mir eventuell einen Cutter leisten. Obwohl ich sagen müsste, am liebsten würde ich es eigentlich im Freundeskreis lassen. Also mir irgendeiner meiner Freunde eben einstellen als Cutter. Wegen Vertrauensding. Ja, ich habe keinen Bock, dass mir dann irgendein Fremder halt dann eine Scheiße aus meinem Video macht. Und fast alles wegschneidet, außer das Ganze. Okay. Nächste Frage. Welches Land hat das beste Essen? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne ja auch nicht jedes Gericht aus jedem Land. Aber okay. Aus meiner Erfahrung würde ich einfach sagen, Amerika, USA. Und warum? Guck mal. Warum? Weil die ja den Burger haben, die haben Hotdog, die haben eigentlich Eiscreme. Ich weiß nicht, ob Eiscreme aus den USA kommt oder nicht. Ich weiß ja nicht mal, wo überhaupt irgendwas herkommt, okay? Deshalb weiß ich nicht, welches Land das beste Essen hat. Am Ende könnte es sein, dass die ganzen Gerichte, die aus, gar nicht aus Amerika kommen, sondern aus dem Ausland. Ja. Das ist wie der Döner. Wenn du sagst, man sagt dir immer, der Döner kommt aus der Türkei. Falsch, der kommt aus Deutschland. Der Döner kommt aus Deutschland. Man sagt immer, das ist türkisch. Nee. Oh, genau, ich habe auch mal gehört übrigens, der Hamburger, also der Burger, der kommt angeblich aus Deutschland. Das war mal hier in Fleischbrötle. Ja, in Deutschland, und dann hat man das halt irgendwie dann gesehen und ist dann in den USA. Okay, nächste Frage. Gibt es etwas, das du in deinem Leben vermisst? Jupp. Meine Grundrechte. Ja, die vermisse ich am meisten, weil ich schon 2019, wo du einfach noch machen können, so du willst. Nächste Frage. Welcher Fakt fällt dir als allererstes über dich ein? Dass ich ein Mensch bin. Einfach nur, dass ich ein Mensch bin. Ja, was soll ich denn auch sonst spontan denken? Ich bin ein Mensch, ich bin ein Junge, ne? Ja, okay. Um welche berühmte Persönlichkeit hast du dieses Jahr getrauert? Ich weiß nicht. Ich glaube sogar von gar keiner. Naja, ich habe mich nicht so damit informiert, wer gestorben ist und so. Letzte Frage. Warst du mal von jemand enttäuscht und warum? Ich war schon so oft von vielen, aus verschiedenen Gründen enttäuscht. Es kann alles Mögliche sein. Klar. Zum Beispiel bin ich enttäuscht von manchen Leuten, die mir gesagt haben, natürlich wieder alles im Internet. Zum Beispiel, ich bin enttäuscht von den Leuten, die mir früher immer so gesagt haben, im Internet halt. Ja, wir sind für Freunde für immer. Ich habe mit diesen Leuten heute keinen Kontakt mehr, weshalb ich natürlich enttäuscht bin. Weil sie sich irgendwann gegen mich gewendet haben. Ja. Tja. Man soll im Internet keine Leute vertrauen, das habe ich gelernt. Und deshalb gehe ich auch keine großartigen Internetfreundschaften mehr ein. Ja, ein paar, okay. Weil ich mich natürlich nicht komplett isolieren möchte, muss ich sagen, da lerne ich ja trotzdem noch ein paar Leute kennen und so. Im Internet halt, weil draußen, ich gehe ja kaum noch raus, wegen Corona-Maßnahmen und so. Also bleibe ich ja drin. Damit ich mich aber nicht komplett isoliere oder dadurch irgendwann komplette psychische Probleme habe, hole ich mir eben im Internet wieder meine Kontakte. Im Sommer habe ich viele draußen kennengelernt, aber es ist nicht mehr so gut möglich, also mache ich es wieder mehr im Internet.
auch wenn man dort eigentlich nicht wirklich jemandem vertrauen kann. Weil man nie weiß, wer einem hintergeht oder so. Auf jeden Fall, das war's wieder mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann abonniert diesen Kanal und drückt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Denn auf diese Weise unterstützt ihr mich. Bis zum nächsten Mal bei Dänemark.